Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, Ihnen heute Karin Doppelbauer vorstellen zu können. Wie bekannt, öffentlich bekannt seit gestern, wechselt Nico Alm in die Privatwirtschaft. Er ist ja immer ein unternehmerischer Geist gewesen und hat hier jetzt den Ruf bekommen für eine große Aufgabe. Was es genau ist, weiß ich auch noch nicht. Er hat hier eine Verschwiegenheitsklausel, aber es ist was. Sie werden ihn noch öfter sehen, nehme ich an, im Medienbereich höre ich. Mehr dazu wird man dann um die Osterfeiertage herum wissen. Ja, zuerst mal möchte ich sagen, so neu bin ich deswegen eben nicht, weil ich bin ja schon von Anfang an bei NEOS dabei und kenne die Bewegung deswegen sehr, sehr gut. Und ansetzen bzw. beginnen möchte ich damit, dass ich mich nochmal beim Nico Alm bedanke, weil gerade den Bereich der Startups, den ich da jetzt weiterführen werde, da hat er unglaublich gute Arbeit geleistet. Also das, was hier an Papieren und an Inhalten zur Verfügung steht, ist großartig und ich werde ihn da auch bitten, weiterhin an Bord zu bleiben und das mit mir gemeinsam dann voranzutreiben. Wie ich mit ihm gestern besprochen habe, ist er auch sehr froh, dass er da weiter inhaltlich mithelfen kann und wird das auch tun. Das bringt mich eigentlich zu meinem zweiten Bereich, nämlich dieses Unternehmertum und dieses Start-up-Tum, das wir hier vorantreiben. Das ist auch was ganz, ganz Wichtiges für die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft, der Bauer als Unternehmer, das ist etwas, was ich stärken möchte und weiterführen möchte und hier meinen Beitrag leisten. Und das Zweite, neben dem Unternehmertum, ist für mich die Nachhaltigkeit und die Biolandwirtschaft. Das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Das ist etwas, wo wir Großartiges in Österreich leisten und wir können hier noch weiter eine Vorreiterrolle einnehmen. Und dafür möchte ich mich einsetzen.